Schönen Dank, Herr Ratsvorsitzender. Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, diese Mitteilung ist vom September 2020. Auf der Seite 28 ist dann aufgeschlüsselt, an welchen Orten wie viel Krippen und wie viel Kita-Plätze entstehen sollen. Damals, im September 2020, fehlten 180 Krippenplätze und fast 500 Kita-Plätze. Das ist schon eine erkleckliche Anzahl. Es gibt noch immer Wartelisten. Bis Ende 2022 sollen insgesamt 255 Krippenplätze und 967 Kindergartenplätze entstehen. Das ist eine enorme Herausforderung. Meine Nachfragen dazu: Sind die 180 Plätze, die geplant waren im Jahr 2020, alle fertiggestellt worden? Werden die geplanten 170 Plätze für dieses Jahr alle fertig? Und gibt es ausreichend Erzieherinnen und Erzieher für die vielen neuen Krippen- und Kindergartengruppen? Wenn die Frage hier nicht beantwortet oder die Fragen hier nicht beantwortet können, dann bitte zum Protokoll beifügen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.